Jetzt gibt es eine Übung, die ich besonders gern habe, und zwar in zwei Ausführungen. Wir machen Überzüge. Überzüge ist eine Übung einerseits für den Rücken, wo man sehr, sehr gut den Arm aus der Bewegung rausnehmen kann, sprich wirklich nur den Rücken beansprucht, ohne eine unnötige Armbelastung dabei zu haben. Für mich eine großartige Rückenübung. Nicht umsonst hat Dorian Yates jedes seiner Rückentrainings mit einer Überzugbewegung eingeleitet. Wir werden das allerdings am Kabelturm machen. Wir haben zwar ein Gerät hier, das aber für mich jetzt groß ist, da passt er nicht rein. Deswegen machen wir es im Kabel. Aber wir werden heute auch Überzüge für die Brust anschauen und die Unterschiede herauskennen. Überzüge für die Brust machen wir mit Kurzhantel auf der Bank. Von der muskulären Belastung komplett was anderes als die für den Rücken, aber auch eine großartige Übung, vor allem um Dichte in den Brustkorb zu kriegen, die Interkostalmuskulatur und natürlich auch den Serratus zu trainieren, um eine ordentliche dreidimensionale Optik am Ende aller Tage, damit ich das auch wieder mal gesagt habe, auf die Bühne zu bringen. Wir haben wieder unser Model, das ich missbrauchen darf für meine Tutorials oder für unsere Tutorials. Wir schauen uns als erstes Überzüge am Kabel an. Deswegen, weil ein Kabelturm grundsätzlich fast jeder in seinem Studio zur Verfügung hat oder auch in vielen Homegyms zur Verfügung sind. Und es eine großartige Übung ist, entweder um den Rücken vorzuermüden am Beginn des Rückentrainings oder um ihn am Ende des Rückentrainings nochmal so richtig schön aufzudehnen und über den vollen Bewegungsumfang zu trainieren. Zu Beginn wieder ganz, ganz wichtig, welchen Griff wählen wir? Vollkommen egal. Also ihr könnt jetzt eine gerade Stange, eine SZ-Stange, ein Seil verwenden, ist mir grundsätzlich vollkommen egal, welchen Griff ihr verwendet. Ja. Was mir wichtig ist, ist die Zugrichtung und die Initialbewegung. Aber ich persönlich favorisiere die gerade Stange, weil es einfach wenig, also einfach stabiler ist. Ja. Wie der Michi gesagt hat, Griff ist voll wurscht, was der individuell mehr taugt. Genau, was der individuell mehr taugt. Okay, Fabian, wir nehmen einmal Stange, genau, machen einen Schritt zurück, genau, neigen den Oberkörper leicht nach vor und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass die Initialbewegung wieder aus dem Rücken kommt. Das heißt, wir schieben die Schulterblätter als erstes wieder nach unten und leiten die Zugbewegung ein. Mit geraden Händen, bis dass man ansteht und das letzte Stickerl winkeln wir den Ellbogen leicht ab, dass wir noch ganz nach hinten ziehen. Ja, genau. Dann kriegen wir eine schöne Endkontraktion. Wir halten wieder dagegen beim Raufgehen, gehen in den Stretch, schieben bewusst das Schulterblatt schön nach unten, aktivieren den Latissimus mit gestreckten Armen, bis dass wir uns blockieren, Ellbogen abwinkeln und hinten reinziehen. Wir wollen, also Michis goldene Regel, ich finde es ja großartig, ist ja immer Finger zu Finger bringen. Genau. Wir wollen diese Muskulatur verkürzen. Und das macht der Fabi jetzt schon. Er verkürzt diese Muskulatur und bringt mehr oder weniger den Ansatz zum Ursprung der Muskulatur und führt eine maximale Kontraktion in dieser Zielmuskulatur aus. Viel mehr gibt es da eigentlich schon gar nicht dazu zu sagen. Fabi macht es wirklich extrem gut, vor allem das Ende der Bewegung. Er kommt da in eine tiefe Latkontraktion rein. Wunderbare Art und Weise der Ausführung. Das Einzige, was bei der Übung wichtig ist, was ein Fehlerpotenzial ist, wenn das Ganze vielleicht zu schwer ist, dass man mit der Schulter hinten in wieder rausklappt, ja, und eine Nackenbewegung draus macht. Ja. Also die Schulterblätter sollten immer schön nach unten geschoben sein und wir ziehen in den Bauchnabel, ja, schauen aber, dass die Schulter dabei nicht wieder nach oben geht, weil dann sind wir wieder im Nacken zu Hause. Beziehungsweise auch nicht nur bei der Übung, sondern bei vielen anderen Übungen ist es a fake range of motion. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, meinen Winkel im Oberkörper verändere, meine Winkel in den Armen massiv verändere, komme ich natürlich zu einer fake range of motion, die zwar in der Seilbewegung länger ist, aber in der Zielmuskulatur nicht ankommt und somit vollkommen irrelevant ist. Also auch eine Regel generell für jede Übung, für jedes Training, es geht immer um Range of Motion in der Zielmuskulatur und jetzt nicht um Range of Motion der Hantel, des Gerätes oder des Seils. Richtig. Und jetzt schauen wir uns das Pendant für die Brust dazu an, Überzüge mit der Kurzhantel. Aber vorher noch eine kleine Einlage, weil es gibt ja so diese Weltwunder und diese, es wäre was für Galileo. Bitte schaut euch den Unterschied zwischen Michi und Fabians Hände an. Ja, warte, warte.
Minimal. Profi-Bodybuilder, Profi-Bodybuilder. Es ist einfach immer wieder nur skurril. Also wie vorher schon gesagt, am Seil stehen, großartige Übung, um in erster Linie den Latissimus zu beanspruchen. Wenn man jetzt hergehen würde und man schaut sich die Range of Motion, die komplette Range of Motion einer Überzugbewegung an, dann geht die von da hinten bis daher. Dieser Anteil ist der Rücken, dieser Anteil ist die Brust. Ja? Das sagt, oder daraus lässt sich natürlich sofort herleiten, dass ich im Stehen die Brust nicht trainieren kann, weil von da hinten, na oh ja, wird gehen mit dem Zug von hinten einigermaßen, aber nicht gut. Aber dass ich auf alle Fälle die Brust nicht, den Rücken nicht im Liegen trainieren kann, weil sonst würde ich mir das Gewicht in die Eier haben. Ihr könnt auf dem Ursenkanal ein bisschen einmal zurückblättern, wo wir das gemeinsame Push-Training machen. Die Boxflies, die ich da herzeige, sind im Prinzip eine Überzugbewegung am Kabel für die Brust. Na, stimmt, stimmt. Nachschauen. Ursenkanal. Push-Training mit Michi, großartige Übung, wahrscheinlich noch nie wer von euch gemacht, aber wirklich geil. Okay. Mir ist es da jetzt sehr, sehr wichtig, dass das Becken eigentlich schön unten bleibt, ja, dass man nicht mit dem Becken Schwung holt und dass man vor allem auch den Serratus dann schön aufdehnen. Man kann da sogar mit dem Becken noch weiter nach unten gehen, um einfach mehr Dehnung in der Brustwirbelsäule zusammenbringen und in eine erhöhte, gestretchte Position in die Brust rein. Also so klassisch, wie man es auf die alten Fotos vom Arnold wirklich sieht, um da diese maximale Dehnung zu haben. Und alle Klassik-Physikathleten müssen während der Übung ein Vakuum machen. Ja. Okay. Gut. Wir schauen jetzt, dass wir eine schöne Dehnung in der Brust zusammenbringen. Man kann schon die Ellbogen leicht abwinkeln, wenn das angenehmer ist. Ja. Wichtig ist mir nur, dass wir keine Trizeps-Extension daraus machen. Ja. Also dieser Ellbogenwinkel, ja, wenn ihr das leicht abwinkelt, zieh ruhig einmal drüber, Fabi. Stopp. Genau. Dieser Ellbogenwinkel, den wir einnehmen, sollte immer der gleiche bleiben. Ja. Also was ich nicht will, ist das. Ja. Dass die Range of Motion aus dem Ellbogengelenk kommt. Die Range of Motion sollte nur aus dem Schultergelenk kommen und der Ellbogenwinkel sollte gleich bleiben. Der Fabi ist da ein richtiges Mobilitätswunder, wie man das so schön sehen. Ja, er kommt weit nach unten, guckt man nicht. Okay, und jetzt Brust anspannen und stopp. Genau. Und wieder in den Stretch. Die Leute fragen auch immer, wie weit sollte man nach oben gehen. Das ist individuell ein bisschen unterschiedlich, aber so wie der Fabi jetzt nicht ganz in die Waagerechte ist, auf alle Fälle einmal richtig, weil wenn er weitergehen würde, würde die Schwerkraft natürlich durch die Oberarme und die Hantel gerade nach unten gehen und die Zugbelastung auf die Muskulatur vollkommen wegfallen und er würde die Muskulatur entlasten und quasi immer wieder eine kleine Pause machen. Das heißt, hört es wirklich in euch rein. Geht es nur so weit drauf, solange ihr die Zugbewegung spürt und leitet dann wieder die Abwärtsbewegung ein. Im Prinzip, was der Stefan gerade erklärt hat, ist eigentlich das gleiche Phänomen wie bei Fliegenden. Wir arbeiten hier gegen die Schwerkraft, ja, und wenn ich Kurzhanteln Fliegende mache, habe ich die Last auch nur von da bis da circa. Ja. Es bringt nichts, die Kurzhanteln oben zusammenzubringen, weil hier kein Widerstand mehr ist. Und genauso ist es bei Kurzhantelüberzügen, sobald ich da bin, ja, habe ich keine Last mehr auf der Brust, eigentlich nur mehr das statische Anspannen, weil ja die Schwerkraft nicht mehr nach hinten möchte. Ja. Das heißt, so bis hierher ist eigentlich der Punkt der maximalen Kontraktion. Ja. Recht viel weiter brauche ich nicht mehr gehen. Und ihr kennt es ja selber, wenn man ein bisschen ein Gespür hat, merkt man das ja selber, sobald eigentlich keine Kontraktion mehr da ist. Und den Bewegungsumfang mache ich halt maximal. Generell wieder allgemein Tipp für alle Übungen, hört es wirklich in euch rein. Ihr müsst primär mal wissen, für welchen Muskel macht ihr jeweilige Übung. Und dann achtet darauf, dass wirklich während der ganzen Range of Motion diese Muskulatur belastet ist und in Spannung steht. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Maximale aus der Übung rausholt. Ja, und ja, so ein Klassiker ist eben noch, ich habe das ganz, ganz häufig, dass mir die Leute sagen, okay, ich spüre diese Übung im langen Trizepskopf. Ja. Wenn Sie diese Übung im langen Trizepskopf spürst, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass da ein Teil dieser Range aus dem Ellbogengelenk kommt. Aber wir haben trotzdem, dadurch, dass der lange Kopf am Schulterblatt hinten angemacht ist,
bei jeder Überzugbewegung ein Teil dabei. Immer eine Teilaktivierung des langen Trizepskopfes dabei. Und was natürlich auch dafür spricht, dass man das im Trizepskopf, vor allem im Zug im Trizepskopf merkt, ist natürlich fehlende Mobility, weil ich aufgrund der Dehnung nicht weiter nach hinten komme. Dann ist es halt quasi diese klassische Zugbelastung. Genau. Aber ein langer Trizepskopf, der besser ist, schaut auch nicht. Richtig, ja. Ja, das war's von den Überzügen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt uns Kommentare, gebt uns ein Like. Und wir freuen uns, wenn wir wieder für euch mit einem weiteren Tutorial hier sind. Macht's gut, tschüss.